Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um den Carveco Sport gehen in Aluminium. Also bleibt dran. Hier ist er, der Neuzugang. Wenn ihr spulen wollt, unten im Video findet ihr die Links zu den einzelnen Kapiteln. Kommen wir zum kleinen Unboxing. Geliefert wird der Carveco Sport in so einer schönen Plastikfolie. Packen wir die mal aus. Dann haben wir hier so eine schöne Umverpackung. Da sieht dann hier, steht hier wieder Carveco Nürnberg. Die Box wurde in China hergestellt. Ja. Der Füller kommt aber, glaube ich, trotzdem aus Nürnberg. Hier drin haben wir dann die wunderschöne Blechschatulle. Hier, die ist dann halt immer bei so metallenen Carveco dabei. Da sehen wir gleich den Unterschied. Das hier ist mein alter Carveco, das ist der neue Carveco. Da sieht man hier schon, dass das Blau vom neuen Carveco ein bisschen heller ist als hier das alte. Also mein älterer. Das hier war mein erster Carveco Sportfiller in Stahl und das ist hier der neue. Ja, sieht man, ist gleich ein Unterschied. Witzig. Ja, was ist alles hier so beim Carveco dabei? Machen wir den mal auf. Ja, wir haben hier so eine kleine Geschichtsanleitung von Carveco. Das liegt überall mit dabei. Und ich sehe, wir haben hier neue Aufkleber. Weil wenn wir hier die Bestands-Carveco nehmen, also die ich schon länger habe, ist auch so eine kleine Anleitung dabei. Oder hier so ein, was war hier über Carveco und so die Geschichte. Und hier so ein schöner glitzernder Sticker. Jetzt ist sowas Schwarzes dabei. Der Füller selbst ist hier nochmal in so einer Kunststofffolie schön eingepackt. Und wie bei Carveco üblich ist hier auch eine blaue, königsblaue Tintenpatrone mit dabei. Bei dem Carveco, wenn man den jetzt so zuschrauben würde, da seht ihr schon, da passt nur eine Tintenpatrone herein. Also eine zweite Tintenpatrone passt hier nicht rein. Das Gewinde ist hier sehr schön gefräst. Also ihr hört es hoffentlich und seht es, wie butterweich es hier das Gewinde aufschrauben kann. Ah, das ist doch Musik für die Ohren. Probieren wir das Ganze nochmal mit der Kappe. Auch butterweich. Man hat hier keine Probleme. Also ich hatte schon mal ein Lilliput, da hat hier das Gewinde geknackst, aber hier, ne, das ist wunderbar gefertigt. Hat Carveco wahrscheinlich dazugelernt. So, rein vom Äußerlichen sieht er aus wie ein Carveco Sport. Wir haben hier das Carveco AL Sport Germany drauf. Also der Füller selbst wird noch in Deutschland gefertigt und nicht in China. Es handelt sich hier um die Anthrazit-Farbvariante. Ich finde, die Farbe ist hier richtig schön. Also der Schimmer kommt gut raus. Würde jetzt gut zum neuen MacBook Pro passen. Spiegelt sich hier, wenn man den so dreht, in den ganzen Kanten spiegelt sich hier schön das Licht. Er fässt sich auf jeden Fall wertig an, ist schön gearbeitet, gefällt mir sehr. Wir sehen hier wieder die Feder wie Carveco üblich. Hier habe ich eine B-Feder. Und wenn man jetzt mit schreiben würde, ohne die Kappe aufzustecken, naja, für meine Hände wäre jetzt zu klein. Man kann mitschreiben, aber naja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ist besser, wenn man die Kappe hinten drauf setzt. Da sitzt sie auch. Schaut, sitzt fest. Und die habe ich jetzt hier nur so leicht aufgesteckt. Können wir mal gucken. Ah ja, hier ist ein Inlay drin, damit er nicht austrocknet. Also hier, interessant, gab es früher noch nicht. Also ganz hinten ist ein Inlay, so ein Plastik-Inlay.
Der macht quasi den zu. Jetzt gucken wir mal, ob der hier beim Stahl auch drin ist. Also beim Stahl seht ihr vielleicht, sitzt ganz hinten auch ein Inlay drin, aber hier, da würde der steckt da jetzt ja auch immer mal so an. Aber der hier, der Aluminium hat hier scheinbar noch so einen weißen Kunststoffring. Ist das Kunststoff? Komme ich jetzt nicht rein. So einen weißen Ring, dass wenn ich ihn reinstecke, dann schlägt er jetzt hier nicht so hart an wie der Stahl. Da hört er ja, wenn ich den zusammenstecke. Da schlägt er hier so ein bisschen an. Das hat man hier bei dem Aluminium halt nicht. Also Anthrazit, sehr schöne Farbe, kann ich nur empfehlen. Den Kaweco Sport, den gibt es ja in verschiedenen, ja, verschiedenen Materialien. Da habe ich mal was vorbereitet. Wir haben hier den Kaweco Classic, der ist aus Kunststoff. Dann haben wir hier den Kaweco aus Aluminium. Und ich habe hier noch einen in Stahl. Also den Kaweco wird es zumindest noch geben in Messing. Und ich glaube, den gibt es auch noch in Kupfer. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Bei der Größe würde ich mal behaupten, die sind ähnlich groß. Aber was mir schon aufgefallen ist, wie ihr vielleicht seht, ich zoome mal ein bisschen ran. Der Kaweco Classic ist ein Müh kleiner. Wenn man den jetzt mal so. Schieben wir noch ein bisschen hoch. So. Da seht ihr, dass der Kaweco. Oh, ihr seht gar nichts. Den Kaweco Classic hier aus Kunststoff. Der ist ein Stückchen kleiner und hat hier oben noch so einen gezackten Rand, was die anderen nicht haben. Der AL Sport ist ein Müh länger als der Kaweco Classic und der Steel. Und hier die Falzkante, die hier angedeutet ist, die ist hier auch beim Kunststoff Kaweco ein Stückchen weiter unten. Und hier beim Sport Kaweco ist die Falz bisschen weiter oben und hier beim Sport aus Edelstahl ist er ein bisschen weiter unten. Jo. Das wäre jetzt der Unterschied zwischen den anderen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie liegt der in der Hand? Und ich muss sagen, der liegt richtig gut in der Hand. Also ich mag, dass er hier hinten ein bisschen dicker ist und dann liegt er hier auch schön auf meiner Hand auf. Ja. Gefällt mir eigentlich so gut. Also der Kaweco Steel fand ich jetzt auch nicht schlecht. Der ist halt richtig schwer in der Hand. Ich kann sagen, der Steel, also der aus Stahl, der wiegt 40 Gramm. Der aus Aluminium wiegt 19 Gramm und der aus Kunststoff wiegt 9 Gramm. Also 40, 19, 9 Gramm. Leer, also ohne Patrone. Und da ist hier der Steel schon eine Hausnummer, aber der Aluminium, ja, der liegt vom Gewicht her mit den 19 Gramm, liegt der auf jeden Fall gut in der Hand, wenn ihr die Kappe hinten drauf steckt. Schön austariert. Gefällt mir. Und ja, das Tolle jetzt hier dran ist, dass man den jetzt einfach so mitnehmen kann in der Tasche. Also das ist halt so ein Pocket Pen. Und sieht da ein bisschen wertiger aus, oder sagen wir mal viel wertiger aus als hier der Kunststoff Kaweco Sport. Der sieht halt, also auch in Anthrazit, finde ich mega, mega schön. Und ja, der ist auch ein bisschen robuster als der Kunst, obwohl den kann ich mir auch einfach so in die Tasche gesteckt, hat wunderbar funktioniert. Aber ich würde mal sagen, der ist hier schon aus Metall, also muss auch ein bisschen robuster sein. Also ja, ich würde mir den hier kaufen, wenn ich den schon gekauft hätte. Also vom Gewicht her gefällt er mir fürs längere Schreiben besser als der Steel. Er ist nicht so wuchtig in der Hand vom Gewicht her und ja, fässt sich gut an. Jetzt baue ich mal eine Patrone ein und dann gucken wir mal uns ein kleines Schreibbeispiel an.
Wir haben hier ein Kaweco Sport AL mit einer B-Feder. Schreibt gut. Also man kann auch schön mal so kurz eine Notiz machen ohne Kappe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber mit Kappe ist er dann doch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen schöner in der Hand. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Review hier für den Kaweco gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, diese zu beantworten. Oder wir können auch in der Gemeinschaft die beantworten. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao.